So, dann pack mal aus. Wer packt aus? Du? Ich. Ja, dann pack mal aus. Fünf Freunde diesmal in etwas anderer Konstellation. Zwei Jungs, zwei Mütter und nicht Timmy, sondern Ilvi, der Hund. Detektivausrüstung, ein Stoffrucksack mit geheimnisvoller Post. Den bekommen die Teilnehmer in einem Café in Hoffnungstal, wenn sie die Tour gebucht haben. Außerdem ein Smartphone und ein Passwort, dann kann es schon losgehen. Einmal sind hier zwei Räder. Das könnten Keyräder sein. Auf dem Smartphone werden Moritz und Felix Dresbach durch das Rätsel gelotst. Bei dieser Aufgabe geht es darum, Gegenstände zu finden, die auf dem Handy abgebildet sind. Ich glaube, da ist was. Sind alle Bilder gefunden, verrät die App und Briefe im Rucksack, welches das nächste Rätsel ist und wie der Weg weitergeht. Und jetzt? Soll ich dir mal vorlesen? Ja. Blut färbt den Bach rot, rötlich gefärbt ist der Bach, der durch das Tal fließt. Auf dieser Infotafel gibt es Hinweise. Welches Bild ist das richtige? Die Zahl auf der Tafel ist das Passwort, um den Weg weiterzugehen. Hier ist die Lösungszahl und hier hängen die Marken. Wow, ihr seid unfassbar. Ihr seid richtig, wenn ihr dieses Geräusch zuordnen könnt. Bis die fünf das Geräusch irgendwo finden, müssen sie dem Weg folgen. Hund Ilvi scheint ihn genau zu kennen und läuft voraus. Ist das Geräusch, was wir suchen, Mama? Oder? Richtige Lösung. Wer die Kurbel schnell genug dreht, bekommt Tipps, um das nächste Rätsel zu lösen. Einst stieg ein junger Bauer um Mitternacht über den Lüderich und wollte zu seinem Hof ins Sülztal hinab. Hier am Lüderich wurde früher Bergbau betrieben und Erz gefördert. Die Rätseltour führt über den Bergbauweg, einen Wanderweg mit vielen Infos zu früheren Zeiten und alten Bergbaudenkmälern wie hier dem Franziskaschacht. 237 Meter runter. Und was haben die da hochgeholt? Kohle. Ich lerne viel über den Bergbau, weil ich da früher nicht viel wusste. 9 Kilometer ist die Rätselstrecke lang. Für die fünf Freunde kein Problem. Auf der Zielgeraden zum Barbarakreuz. Es thront oben über dem Lüderich in 260 Metern Höhe. Jetzt sind wir endlich am Barbarakreuz. Jetzt können wir endlich den Fluch brechen. Ja? Ja. Was müssen wir machen? Ich glaube, wir müssen die ganzen Zahlen und Buchstaben zusammen tun. Dann haben wir wahrscheinlich ein Lösungswort. Nach 10 Rätseln schwirrt der Kopf und die Füße brauchen eine Pause. Nochmal was anderes, halt nicht nur ganz Zeit wandern, sondern auch zwischendurch Rätsel lösen. Man hat sehr viel gelernt. Ja, es gab ein paar Rätsel, die waren schon schwer. Sie brauchen schon Hilfe. Also ganz alleine würde ich gerade so 10, 11, 12-Jährige, glaube ich, kriegen das nicht hin. Und die Lösung wird hier noch nicht verraten. Sie bleibt das Geheimnis der fünf Freunde.